Oh Mann, ey, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach so, ja. Der alte Fehler, irgendwie glaube ich, wenn er zwei tief ist, dann oder irgendwie eine bestimmte Tiefe hat, dann geht das irgendwie nicht mehr oder so. Ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung, frag mich nicht. So, jetzt habe ich natürlich den ganzen Dirt ausgepackt. Ich bin so ein Idiot manchmal. So. Und wenn ich mich hier so auch mal ein bisschen im Dorf umgucke, der olle Toko, der muss ja auch nochmal hier seinen Betonbunker mal fertig bauen. Den muss ich mir auch nochmal einladen. Bei Gelegenheit. Aber ich habe festgestellt, ohne jetzt irgendwelche Menschen flamen zu wollen, ich habe eine Sache festgestellt, so analysierend, die möchte ich euch mal einfach erzählen. Die meisten von allen Togethers, die ich hatte, also von allen Partnern, hatte ich mit Tagoon die meisten Aufrufe, Zuschauerzahlen, wie auch immer. Und die wenigsten tatsächlich mit Toku LP. Fand ich irgendwie, vor allem weil so Leute wie Lord Levane oder auch Jack Lee Jane, die kennt ja von euch gar keiner. Aber da hatte ich trotzdem mehr Aufrufzahlen als der andere da war. So, und jetzt haben wir schon mal einen Springbrunnen fertiggestellt. Dann würde ich sagen, wir müssen oben nochmal unendliches Wasser schaffen, damit die Strömung da oben ein bisschen raus ist. Und dann bauen wir das gleiche noch einmal, noch ein zweites Mal. Obwohl, warte mal, da gab es irgendwie... ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich glaube, wenn man da oben, Sekunde mal, ich will mal hier gucken, ob ich die Strömung mal rauskriege. Ja, ich glaube, wenn ich da oben, ja, was wollte ich sagen? Wenn ich da oben gleichmäßiges Wasser habe, dann gab es irgendeine Problematik mit diesem Springbrunnen, dass der Effekt verschwindet oder nicht mehr so effektvoll ist oder weiß ich nicht. Ja, das sieht doch aus. Hammer. Also ich finde, das sieht nicht so schlecht aus. So. Ach, oder konnte man hier gar keinen unendlichen herstellen? Doch. Da einen hin. Ja, das geht doch. Da einen hin. Da einen wegnehmen. Da einen hin. Da einen hin. Da ein hin. Und hier in der Ecke und dann... Nee, doch nicht. Ich dachte, dann ist es still. Schade. Aber jetzt. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Wenn es still ist, dann sieht das so komisch wie so ein Pilz aus. Das, was von oben kommt. Das sieht dann irgendwie... megartig aus. Egal. So, dann würde ich sagen, können wir das Ganze jetzt noch ein zweites Mal bauen. Fangen wir hier an. Zack. Einmal so. Und dann brauchen wir die alten Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun. Zehn. Stone holen. Ich habe damit gerechnet. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen hier so ein Ding hinsetzen. Oder so ein, ne? Fornace. Und ich glaube nicht mal, der Fornace kommt hinterher bei dem Steinverbrauch, den wir noch haben werden. Also, das heißt, ich muss wieder, ja, nicht direkt cheaten, aber ich muss, glaube ich, mich mal wieder hier online, online klingt auch ein bisschen falsch, aber ich muss mich einfach hier aktiv irgendwo hinstellen und muss einfach warten. Also nicht ins Spielgeschehen eingreifen, sondern einfach abwarten. So. Hüpf hoch hier jetzt. Gut, was hatten wir hier jetzt? Das ist mit dem Glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Glossdown. 1, 2, 3, 4. Da ist doch schon wieder irgendwas faul. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, alles klar. Da sehe ich das doch schon wieder. Silk Touch. Normale Spitzhacke. Und nochmal normale Spitzhacke. Und dann bis hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ein Clowstone. Ein Klöstern. Ah, verdammt. Schon wieder keine Bricks mehr. Nee, wie heißen die? Steinstufen. Süß. Ja. Also wie gesagt, ich bin da halt so ein bisschen bei, sowas zu bauen. Und ja, ich bin mal auf das Endergebnis nachher gespannt. Ja, also ich habe mir da jetzt schon so ein paar Käbelchen besorgt und so. Weil da kann man echt nicht von Kabeln reden. Das sind echt Käbelchen. Also das ist ja wie gar nichts hier. Also so eine ullen dünne Drähte hier. Ja, bald wie Klingeldraht. Also auf genauere Sachen, was für Drähte und so weiter, wie gesagt, wenn ihr da jetzt Fragen zu habt und so weiter, selbst wenn einer von euch jetzt mit irgendwelchen Fachausdrücken um sich wirft, ob ich dies, das, jenes benutze, ich werde da nicht drauf eingehen, ich werde da nicht drauf antworten, weil mir ist das ein bisschen zu heikel. Na, ich meine, wenn einer meiner Abonnenten da plötzlich einen gewischt kriegt und der sagt, ja, das habe ich da aus dem Let's Play, dann stehen sie plötzlich vor der Tür und sagen, guten Tag, wir möchten gerne mal mit Ihnen reden. Und ich sage, hä? Und dann, ja, haben Sie... Und dann sage ich, ja, und dann sagen die, ja, dann kommen Sie mal mit. Und dann sage ich, hä? Und dann hat sie das erledigt mit dem Let's Play. Das will doch keiner. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das einer möchte. Gut, Hater wollen das natürlich. So, andere lustige Sache. Habe ich heute, gerade heute, am 19.09. wieder erlebt. Und zwar schaute ich mal wieder so meine Nachrichten durch von YouTube. Und dann kam sie wieder, die Nachricht. Hey, cooles Let's Play. Bis hierhin, okay. Ich werde mir ab sofort jede deiner Folgen anschauen. Da ist schon mal das erste Ding, wo ich mir so denke, ja, ja. Neues Abo. Bevor ich jetzt schreibe, danke, bla bla bla. Kurzer Blick bei demjenigen auf den Kanal und dann kann man ja die letzten Aktivitäten sehen. Und dann sieht man da halt so, ja, Video von Trivolo kommentiert. Denke ich mir so, okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Habe ich auch, ja, habe ich halt gesehen. Und dann guckt man so weiter, irgendwie so hat Trivolo abonniert oder so, findet man da dann oftmals nicht so unbedingt. Wo ich dann jedes Mal mit so einem Schmunzeln diese PN oder was auch immer wieder zumache und nicht drauf reagiere. Wenn das jetzt so wie gestern, vorgestern, weiß ich nicht, ist, dass dann tatsächlich da steht, hat Trivolo abonniert, dann schreibe ich auch sofort darunter. Hey, cool und danke und bla, ne? Aber ansonsten... So, 1, 2, 3, 4. 4 und dann 2 Glowstone. 1, 2. Ups. 2. 3. 4. Ich habe hier total die übelsten Frame-Einbrüche stellenweise und ich weiß nicht warum. So, einmal Wasser, zweimal Wasser und zweimal Wasser. Holen wir uns hier nochmal schnell aus diesem alten Ding. Einmal, zweimal. Das muss hier wieder weg. Ja, warum das hier wieder weg muss, ich will hier keine Strömungsvergnadelungen haben. Deswegen will ich das möglichst von außen machen. Ah, ich muss noch einen hoch. Das geht dann einfacher. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, und wieder ab nach unten. Zack. Und dann nochmal hier Wasser geholt. Hol nochmal zwei Stück.
Einmal und zweimal. Und dann wie gehabt. Ist ja erstmal gegen anschwimmen hier. So, ja, habe ich auch gelesen. Fällt mir gerade ein. Ist jetzt schon wieder, ach, hätte ich mal in einer der ersten Folgen schon drauf eingehen sollen. Mit dem Eis und dem Wasser. Also das Wasser wird halt nicht zu Eis. Noch nicht. Ne? Also wegen meiner Farm da und so weiter. Also das ist alles schon in Ordnung so. Es ist kein Bug, das gehört halt so. So, das einmal sortieren. Oh Gott. Hab ich die Taschen voll. So, jetzt. Ja, wie jetzt? Spitzhacke. Axt natürlich, nicht Spitzhacke. So, setzen wir mal hier rauf. Okay, jetzt muss ich schauen, wie ich das jetzt am besten mache. Wie viele Stufen gehen nach oben? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 3 bleiben. Auf. 1, 2, 3. 3 bleiben. 3 bleiben halt. Es geht ein nach oben. Jetzt habe ich mir natürlich alles Mögliche aufgeschrieben, nur nicht den Abstand hier. Gut, den kann man vielleicht variieren. Wenn ich das jetzt da mal. Das müssten 8 sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum sind das jetzt 7? 4, 5, 6, 7, 8, 9. So wären das 9. Ja. Ja, dann geht das gar nicht auf. Das ist jetzt ja blöd. Ja, weil das hier 5 sind, weil das da 3, hier sollte das ein breiter. Okay. Tja, siehst du, da haben wir es nämlich. Das geht nämlich nachher alles dann nicht auf. Okay, was wäre denn 9, 10, 11, 11, 1, Moment mal, hier, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4 sind 8 plus 3 sind 11, tatsächlich, da habe ich mich vorhin verzählt oder was? Kann ja nur. So. Den nehmen wir mal weg. Den nehmen wir mal weg. Na, also das reiße ich hinterher definitiv wieder ab. Ich brauche das Ganze halt nur gerade mal so als, ja, ich sag mal als Haltepunkt. Aber erstmal gehen wir pennen. Ne, erstmal ganz wichtig schlafen. Aber wenn das da noch so weit rüber soll, boah, wie weit soll ich denn bitte schön mit der Wand noch rüber? Das soll ja in beide Richtungen. Boah, Alter, ey. Ey, was wird denn das für ein Schuppen nachher? Das wird ja keine Kirche, das wird ja eine Pornokirche. So, mit dem Dirt muss ich mir das mal. Nee, komm, lass die Mobs sein. Da war schon wieder ein Creeper, weil ich hab keinen Bock, dass hier ein Creeper hochgeht. Schon gar nicht hier oben. Boah, schon wieder 2 so eine Ochsen. Einmal. Tschüss. Einmal. Weg ist er. Ach, vom Wegen weg ist er. Ach da! Nee, das ist ein anderer. Hä? Da ist der andere. Na, du Schwein!
Oh, hat er das Huhn getötet. Guck, muss ja noch einer runtergefallen sein, weil hier unten kann doch keiner spawnen, oder was? Lol. Ah ja.